Ich versuche jetzt diesmal in diesem Spieldurchlauf bei dem Game wirklich so zu gucken, dass wirklich alle überleben, scheißegal wie, was, wann. Außer mich fuckt wirklich ein Charakter richtig Ja, hart ab, ne? wie Dann kann ich nicht Rachel. anders. Dann muss ich, ja. Boah, die Rachel war auch echt eine blöde Kuh, ey. Ja. Ah, und dieser Captain, der, den fand ich dann auch doof. Oh, Irgendwann, direkt den mussten barfuß da weg. langlaufen. Ich sehe schon, wie der erste Splitter da drin ist im Fuß. Viel Glück, Brad, Dankeschön. geistreich. Alex Bruder. Bruder, ich hab's ja dann mit Alex, Englisch, ne? der Brads Bruder. Ja. Duke of Milan. Und wer von uns ist reich, wenn wir ein Boot haben? Alex. Brads Bruder. Wie viele Brüder hat er denn? Alex, Bruder, ich bin wahrscheinlich. Ich spiele Alex und du Brad wahrscheinlich, Reicht so wie es das? aussieht, ne? Falls nicht, Mal bestellen wir gucken. einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser? Tauchen. Kannst du mir zeigen, Will nicht ins wie es Wasser. geht? Oh Gott. Ich war auch noch nie tauchen. Ach, du bist der, okay. Hast aber schöne Wimpern. Danke. Mann, aber sicher, ja. Ich bin der Tauchmeister, Mann. Der Aber gleich vorweg. Tauchmeister, Ich bin okay. streng. Keine Extrawurst. Du machst ganz genau, was ich sage. Du machst genau, was ich sage, hörst du? Ja. Okay, Cool. Daddy. Echt? Cool, danke, Mann. Ist doch klar. Du bist mein Bro. Direkt Bromance hier. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Obwohl, sind Conrad wir nicht sind. verwandt? Ich bin mir nicht mehr Tja, sicher, wer hier also Bruder ist und wer alle nicht. beide stinkreich. Und? Reg dich nicht Ich über glaube, die kleinen zwei Scheiß sind auf, richtige bleib Brüder, cool. so. Lass mich Okay. nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Schwierig. Sweet home Alabama. Ja, hier, ich bin ehrlich. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja. Halt die Klappe. Oh, ein Ohrring hast du auch. Brad, du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder, aber ich meine, so wie Kumpels, weißt du? Ja, schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay. Legendär. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste Das mit sieht nicht aus, als Julia. würde er Medizin Das ist studieren. echt hart. Na hier, ich bin mal einfühlsam. Alles klar. Muss hart sein. Oh, Kein ein Problem, Mann. Medium Bro Erfolg Oh, bei lol. Steam. What? Bingo. Maximum bei Medium Brads und Bro. Alex Beziehung Was? oder so. Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die Bier? hier Ich habe auch holen. Bier. Besser Ich habe verstecken. Bier. Ja. Hey, ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Nutzt Bist du dein Hirn. sicher? Denk mal drüber nach. Auch an die ganzen Konsequenzen. Oh mein Gott, das ist eine Bitch. Sehe ich jetzt schon. Oh, den kenne ich Das irgendwie. ist, oh mein Gott. Wer ist denn Das ist der das? brave Hausmann und sie hat die Hosen an. Ja, aber das ist doch irgendein Schauspieler, Wetten? den man kennt. Echt? Das haben die häufiger. Ich habe es gar Tut mir nicht. leid. Oh, wie Conny? heißt denn der? Kommt mir das bekannt vor. Hey, wie geht's, Conrad? Oh. Vorsicht, Jules. Oh, ich Oh weiß ja, es doch, nicht. und jetzt, Ein wo du es Ladykiller. sagst. Freut mich, Hat eine Conrad. Ähnlichkeit mit jemandem. Ich Das weiß ist auch den Brad, Namen mein nicht. kleiner Bruder. War bei Little Hey, Hope auch so und bei Bradley! House of Ich Ashes glaube, ich war kenne dich Ashley schon und habe Tisdale viel von dir dabei. gehört. Die habe ich erkannt. Ja, gleichfalls. Habe ich dir Hey, Lust auf ein Bierchen? Oh. Ich werde sie krank. Kommt ja gut. Klar. Cool. Super. Ich kotze nachher Ich alles voll. liebe Bier. Mann, wie heißt denn dieser Schauspieler? Da kommt mir das bekannt vor.
Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Julia. Mast tief. Ruinierst nicht. Wie habe ich Brad den ersten Tauchgang versprochen? Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Das klingt alles sehr falsch hier. Ich bin eine Wasserjungfrau und er will es ändern. Oh mein Gott. Ja. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Oh, die Hose ist aber sehr knapp. Fliss. Okay. Aha. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Oh, lol. Sieh, wer die Hosen anhat hier. Ja. Wir werden nur alle beim Tauchen verrecken, ey. Ja, jetzt gleich am Anfang und in 10 Minuten haben wir das Spiel einfach durchgespielt, weil alle trotzen. Ja. Sauerstoffflaschen vergessen. Ja, ich sag doch, ich kotze. Ich will gar nicht tauchen. Stimmt, ja. Ich will nicht tauchen, ich hasse sowas. Auch in Spielen. Ich will nicht ins Wasser da. Ja, ich war auch nicht so der Wassermensch. Ja. Ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass da keine Seeungeheuer dann sind oder irgendwie so ein Scheiß. Und dann hab ich Panik. Zeig mal die scharfen Fotos. Oh, da sieht man ja gar nichts. Ach so, Unterwasserbilder. Das ist ein Flugzeug oder so. Alter Falter, sieh mal einer an. Alex, komm her. Ich glaube, da ist etwas. Ja, ein abgestürztes Flugzeug ist unter Wasser. Crazy. Muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Okay, ich glaube, jetzt sind wir auch einmal durch. Oh, das sieht ja schnieke aus. Was gibt? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie, wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Nein. Kann sie doch danach melden. Boah, scheiße, was mache ich jetzt? Nun, wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Genau. Ach, scheiße, wen Mann. Juckt's? Ich will aber nicht arrogant wirken. Ja, ich bin mal verständnisvoll. Leute, hört mal, ich glaube, wir sollten auf unseren erfahrenen, hübschen, schlauen... Ich glaube, ich stehe auf sie. ...hübschen Kapitän. Wenn sie sagt, wir sollten die Dinger... Colin, bitte, du bist nicht zum Abschleppen hier. Warte, was? Noch nicht. Noch nicht, ja. Nee. Ich meine, sie hat recht. Nicht, weil sie hübsch ist. Ich meine, sie ist hübsch. Aber das ist Nebensache. Sie ist der Kapitän. Hör mal, wir haben dich bezahlt. Großzügig. Wir tauchen. Du bist der Kunde. Aber wenn was schief geht... Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Bin ich mit der Blonden zusammen oder kann ich mit der anderen flirten? Bin mir unsicher. Oh, ich habe mit der Blonden geflirtet vorhin. So, ich weiß auch nicht, ob das nur. Wir flirten alle einfach mit jedem. Oh, mein Captain. Jeder mit jedem. Ja. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne was Grund. Was jetzt? Ihr solltet das respektieren. Zumindest du hast mich respektiert. Oh, ich habe sie respektiert. Auch wenn du der Einzige von denen bist. Hm.
Ich mag deine Strenge. Hey, ich mag deine Strenge. Ab und zu lasse ich mich gern mal rumkommandieren. Ich habe nichts gegen starke Frauen. Kannst du das nicht bitte abstellen? Was abstellen? Diese ständige Anmache von dir. So alle 2 Sekunden. Klappst. Oh Gott. Ich will bloß Schwung in die Sache bringen. Was soll man denn hier draußen sonst machen? Da fällt mir einiges ein. Taue aufwickeln, Muscheln abkratzen. Schon gut. Wirklich. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Und Fernglas. Oh, ich habe Erfahrung. Da, wo es drauf ankommt, oh verstehst du? Ja, warum spiele ich so einen Typen schon wieder? Ignoriert. Und in was genau hast du Erfahrung? Neugierig geworden. Huh? An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Warum rede ich überhaupt mit dir übers Tauchen? Du hast eindeutig anderes ja. im Kopf. Okay. Oh Gott, das ist so schlimm. Ich mag's, wenn es feucht wird. Was habe ich denn hier für Antwortmöglichkeiten? Ja. Ja, ne? Also. Hey, immer langsam. Hey, beide Antwortmöglichkeiten sind furchtbar. Ich hab's ganz gern mal ein wenig feucht. Oh, jetzt sag das trotzdem. Du bist ein Esel. Aber nur da, was zählt. Mein Gott. Er hört einfach nicht auf. Er hört wirklich nicht auf. Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Oh, ist das schlimm. Aber du so, wie ist denn das Wetter? 29 Grad. Mal ehrlich, ich bin grad nicht so happy mit LK. Lass bitte die Finger von Geräten, von denen du nichts verstehst. Lass das mal besser in Ruhe. Ich geh mal nach unten. Echt jetzt? Was soll denn unten? Diese ganze Motzerei? Sie verdient eine Stange Geld an dem Trip. Eine Riesenstange. Regeln sind Regeln, verstehe ich. Aber hallo. Was ist das? Ich habe ein Flashback gefunden. Von ein Flashback. Dem Typen, den ich gespielt habe am Anfang. Dass der aufsteht. Ah, ja, okay. Ganz spannend. Okay. Was gibt's denn hier? Was kann ich jetzt noch machen hier? Ich kann auch mit der einen reden, anscheinend. Captain. Okay, hier ist die Tür zu. Die Regeln hier draußen dann? Gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Geht da was? Alles klar, Kumpel? Ach, er ist hier. Das Bier hätte ich besser gelassen. Okay, ich kann gerade nichts tun. Ich weiß nicht. Vielleicht alles muss ich warten, cool, bis du da fertig bist. Ich habe mit der gesprochen. Also, ich wollte mit ihr sprechen und jetzt stehe ich einfach nur daneben und kann nichts mehr machen. Du kannst nach unten gehen, wo ich bin. Nee, ich kann mich auch nicht bewegen. Ach so. Weil ich glaube, ich bin da stuck, solange du da deine Konversation hast oder so. Ich hoffe, sonst ist es ein blöder Bug. Hoffentlich nicht. Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe auch nicht. Okay, Schrank. Was versteckst du vor mir? Oh, ein Buch ist hier. Ich wühle gerade in Sachen rum, die mir nicht was gehören. Was ist das? Oh, ein Parfüm. Alex. Voll normal, ne? Passt zu dir. Oh. Das ist Alex Parfüm. Mhm. Cool, spannend. Warum stellen wir es nicht wieder zurück? Oh. Und ein Buch. Shroud of Innocence. Thriller. Mhm. Cool. Bist immer noch bewegungsunfähig? Ja. Okay. Kann nichts tun. Ich komm mal nach oben. Ganz komisch. Ach, vielleicht ist. Ja, keine Ahnung, was das ist. Oder musst du auch daher kommen? Ja, ich sehe, wie du da stehst. Kann dich reinlaufen kann oder bewegen. So? Kannst du mich hauen? So besoffen bin ich noch nicht. Meistens. Was ist, wenn ich. Warte kurz. Ich probiere mal. Ich habe hier einen Ausweis gefunden. Der auf der Rückseite angegebene Ausbildungsbericht, die Kurse in der bezeichneten Kategorie anzuleiten. Ich kann nichts machen. Mein Kopf bewege ich komischerweise so rum. Ja, den kann ich bewegen. Na, vielleicht bist du wirklich einfach nur stuck. Ja, ich guck mal, ob ich das jetzt damit vielleicht fixen kann. So, warte, bis Julia die Tanks vorbereitet hat. Vielleicht geht's dann auch einfach automatisch dann gleich weiter. Ich hoffe. Beim anderen Teil hat man nicht solche Bugs. Du hast schon einen gehabt. Das ist jetzt auch einer wahrscheinlich, was ich hab.
Kann sie ja mal ansprechen. Komisch. Vielleicht geht's ja dann los. Kann ich sie ansprechen? Ja. Kann ich sie ansprechen? Hoch die Flaschen. Jetzt. Ja, ich würde gerne mit dir reden. Jetzt. Ah, okay. Hey, oh mein Gott, es geht weiter. Hilf mir mal. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. Echt klasse, ey. O2-Check fertig. Irgendein Ding wird davon kaputt sein. Ich wette damit. Check erstmal dein O2. Ich hoffe nicht, ey. Oh. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Hab sie schon lange nicht mehr angebaggert. Bin kurz mute. Mich ruft wer an. Okay. Wie läuft's? Howdy. Okay, ich hab gerade abgehoben und es wurde aufgelegt. Dann scheiß drauf. Ich hätte nie gedacht, dass man sich direkt so mit jemandem verbunden fühlt. Was ich muss schon wieder flirten. So von Anfang an. Ich mach Synergie. Auf, ich will romantisch aus. Einfach. Weißt du? Was haben die denn bloß? Ein ganzer Ozean wartet auf sie und die sind immer noch an Deck. Ich scheuch sie von Bord. Hey, nicht so trödeln, ab ins Wasser! Ich bleib mit Captain an Bord, oder? Können wir ganz kurz ins Pausemenü gehen. Ich gehe dann ganz kurz telefonieren. Ich glaube, das scheint wichtig zu sein. Mach mal so. Okay. Das ist ein guter Cut gerade. Ja, shit. Sorry, bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. Na, was kann da schon schief gehen? Ah, jetzt. Jetzt geht's okay, passt. Perfekt. So. Ja, was kann da schief gehen? Ich will gar nicht tauchen. Ich hoffe, wir müssen nicht unter Wasser irgendwo steuern. Das ist richtig Horror für mich, sowas. Das ist Horror. Magst du unter Wasser nicht? So, wie heißt das? Nee, überhaupt nicht sowas. Ja, es hat einen eigenen Namen. Ja. Da gibt es irgendeinen eigenen Phobienamen für Tass, immer, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Thalassophobie oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, ich hatte die Situation nicht, aber mir reicht schon die Vorstellung allein, dass es mir unwohl wird, weißt du? Mehr oder weniger? Ach nein. Entspannt. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein goldenes, kühles Gebräu. Ich muss den Captain. Ich bin der Captain. Unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht. Ist gerade nicht unter Wasser. Ja. Lassen wir uns rumkriegen? Ja. Entspannt. Na klar. Ich bin gerade unter Wasser. Echt? Ja. Ich flirte mit diesem anderen Typen da, was du gesteuert hast. Ah. Ja, mach einfach mit ihm rum. Das ist ein sensationeller. Ich glaube, er steht drauf. Let's go. Eine Luke, da kommen wir durch. Ich weiß noch nicht, wen ich steuere. Bei Alex hast du vorhin gespielt, ne? Ich glaube, ja. Alex und die Frau sind hier gerade. Oh Gott! Quicktime-Event. Ich bin froh, dass du unter Wasser bist und nicht ich. Ja, ich hätte mich fast schon gepiekt an so einem Spitzenteil. Ladies first? Nicht das, was du schon wieder denkst. Oh ja, ich kann schwimmen. Ich will nur mal kurz anmerken: Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft! Ist doch unglaublich! Da lag was. Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los! Okay, die Steuerung ist echt ein bisschen blöd. Ah. So, ich bin jetzt ein Bild. Der Captain. Okay, der Blonden geht's nicht so gut. Na, Vorahnung. 29. Oh, scheint, dass da ein Sturm auf uns zukommt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Na, das ist ja schön. Hallo, schwimm doch weiter. Mache ich jetzt hier vom Schiff? Kann ich wegfahren? So abhauen. Ja, stopp, tschüss.
Ich schwimme doch weiter. Sie sind wie so Betten, alles halt eingemoost und eklig. Aber sonst ist ja noch nicht so viel Spannendes. Was war das? Sehen wir nach. Du zuerst? Wir brechen jetzt eine Tür auf. Oh, mein Messer ist abgebrochen. Oh, da bahnt sich was an. Boah, der bewegt sich. Oh Gott! Oh Gott! Was war? Oh mein Gott! Hilfe! Hast du dich erschreckt wegen dem Erfolg oder was? Nein! Da war, was war? Es kam gerade ein Erfolg. Oh mein Gott. Pilot, da war gerade ein Aal. Ein Aal, okay. Alter, der kam. Glück bin ich nicht unter Wasser. Alter. Ich sterbe hier, ey. Boah, der war schlimm. War so ganz ruhig, ich bin so nach vorne geschwommen, plötzlich kam mir so ein Aal entgegen, ey, Alter. Oh mein Gott, ich bin echt. Ich kann gar nicht so oft wiederholen, dass ich so froh bin, dass du da unten jetzt bist und nicht ich. Ja, ich glaube, diesmal wird den Horror. Hölle für mich. Ja. Warum mache ich das jetzt? Oh Gott. Julia! Gott! Diese Mausgeschwindigkeit mit dem Fernglas, das ist absolut. Also, boah. Ich glaube, das Wrack stürzt gleich ein. Oh, shit. Ich wollte nicht Escape drücken, sorry. Ich wollte aus dem Fernglas rausgehen. Muss ich aber mit Rechtsklick. Upsi. Ich hätte die Waffe mitgenommen, aber die funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Waffe? Mein Gott. Ja. Da hatte ein Typ eine Waffe. Ich glaube, der Kapitän von dem Flugzeug. Oh, ich will das nicht. Er hält was fest? Er hat so ein Medaillon an der Hand. Mit Bildern. Von einer Frau. Funkgerät. Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Versuch dich gerade mit Funk zu erreichen. Ja, ich antworte gerade. Ich wollte mir eigentlich nochmal im Cockpit umgucken, aber... Wie läuft's da unten? Hast du was gefunden, das Eins sage ich dir, dieses Flugzeug macht Geschichte. Danke, dass du das möglich machst, Fliss. Ist echt super hier unten. Okay, verstanden. So, darf ich nochmal zurückgehen? Oh ja, darf ich. Okay, war aber glaube ich auch nichts weiter. Ich nicht. So, dann. Ja. Mach ich hier. Ich komme jetzt, glaube ich, langsam wieder raus. Wenn mir nicht wieder ein Aal entgegenschwimmt. Oh, hier ist noch was. Eine Patrone. Solange es nur ein Aal ist, ne? Ja. Ist ja noch alles gut. Munition steckt hier in der Wand. Oh. Einschusslöcher. Ich sehe auch so eine Vision gerade. Okay. So von dem Bild unten, ne? Oder das gleiche wahrscheinlich, was du gesehen hast. Auf der Kajüte hier so. Mhm. Auf dem Schiff. Es gibt Einschusslöcher. Ich glaube, ich. Was ist das hier? Oh, da will ich mich jetzt aber nicht reinquetschen, oder? Bitte nicht. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Kreislauf. Noch eine Vision, oder? Ja. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät. Das wird ja ganz schön wild. Wenn man die Vision so anschaut, wird das richtig wild werden. Okay, ich bin nicht in das enge Loch rein. Das, nee. Oh nein, das seid nicht ihr. Da kommt was. Okay.
Wie komme ich hier wieder raus? Was haben die gemacht? Hä? Oh Gott, Alex! Da war der Hai schon wieder. Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Oh wow. Oh Gott, dieser Warte. Typ verkackt hier gerade voll, ne? Oh, okay. Was machst du? Der schmeißt dem Geld hin. Warum das Geld? Das ist so richtig arrogant. Oh Gott. Der Blonde. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt. Der muss sterben. Ist das gerade schwierig? Nee, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Was ist denn mit dir los? Nichts. Nichts. Nur der Gedanke an einen grausamen und sinnlosen Tod hat mich doch etwas mitgenommen. Ist doch jetzt egal. Lass uns wieder auftauchen. Oh, ich glaube, irgendwer hätte schon sterben können bei mir. Oh, möglich, ja. Hey, im Ernst, was ist los? Ich hätte mich da in so ein Loch reinquetschen können, aber ohne Atemgerät. Vergiss es, hätte nicht sagen sollen. Komm schon, wir müssen jetzt echt nach oben. Dieser blonde Typ ist so cringe, ne? Mhm. Hashtag jetzt, Zwinker, oh mein Gott. Ja. Over. Ist egal, welche Antwort du wählst, der ist immer schlimm. Oh, ein Boot fährt da gerade weg. Wo kommt das andere Boot her? Gott, jetzt sagt er, er ist der Grilljunge. Oh nein. Oh, ja. Warte. Julia, hier ist die Dekompression. Wir kommen langsam nach oben. Vielleicht. Oh, da explodiert was. Vielleicht wird er sterben. Nein, lass ihn am Leben. Der Typ darf gerne von uns gehen. Ja, genau. Ja. Nochi schreibt nein, bitte auch. Nicht. Der war so cringe. Muss Feuer löschen. Ja, der Cringe-Typ, oh mein da muss. Gott, das dauert ja ewig. Also wenn, das ist ja Folter. Wenn er stirbt, wäre es nicht schlimm, sagen wir es mal so. Wir schauen, dass er natürlich überlebt. Aber wenn er sterben sollte, ist es nicht schlimm. Oh Gott, was war jetzt richtig, was ich gemacht habe? Nicht, dass wir gleich kollabieren oben. Aber ich glaube, das war gut. Man hätte auch schneller hoch schwimmen können, aber das ist dann wieder nicht so gut wegen Lunge und so. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder. Hat das da explodiert? Das Grillding? Ja, da hat da irgendwas auf dem Grill drauf und das komplett in Flammen aufgegangen. Habe ich das löschen müssen. Okay. Das sah schlimm wir aus von unten. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Ja. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Nee. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Oje. Aber das weiß doch niemand, wie das vorher aussah. Oh, was passiert jetzt? Zwischenstand? Es leben noch alle. Ja, das ist ja schon mal gut. Ja. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Ja. Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Arrogant, und dann ja. Ist da Captain Fitz. Und horny. Stark, direkt und stur. Hornigant. Ja. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Ich glaube nicht. Oder?
Ich weiß ich nicht, das Ihnen. Fühlt sich so erzwungen an, wenn man darauf eingeht immer. Zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Okay. Ah, okay, wir haben uns gar nicht dumm angestellt anscheinend. Okay. Ich sag ja, ich glaube, ich hätte da unten auch sterben können. Mhm.